Jena. In der hiesigen Universität hat sich ein Forscherteam auf Klebemittel spezialisiert. Der Chemiker Dr. Tim Liebert. Er und sein Team haben vor kurzem einen echten Durchbruch erzielt. Die Erfindung? Ein sehr starker Bio-Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. 6 Jahre lang hat Dr. Liebert mit seinem Team getüftelt, probiert und getestet. Und immer wieder Fehlschläge erlitten. Dann kam vor kurzem der Erfolg. Es gab also so einen Moment, den wir sehr, sehr spannend fanden, wo die Labanden das erste Mal kamen und hatten einen Spatel versucht, also ihren Kolben zu ziehen und hat gesagt, das klebt so stark, ich kriege den Spatel hier nicht mehr raus. Und das war also so der Moment für einen Wissenschaftler, wo er gesagt hat, hier kann ich nachhaken, hier wird es spannend. Kartoffeln, Raps und Soja. Alles, was Dr. Liebert benötigt, wächst reichlich in der Natur. Daraus gewinnt er Stärke und Öle. Die mischt Tim Liebert mit gezielt ausgewählten Fettsäuren. Und fertig ist der Klebstoff. Rein, ökologisch, sauber und vielfältig nutzbar. Für uns ist es wichtig, biologisch unbedenklich zu kleben. Wenn Sie zum Beispiel an Möbel denken, Sie haben zu Hause im Bett stehen, dann wollen Sie nicht, dass da Lösungsmittel rausdünsten. Und das ist auch meine Motivation, das Ganze weiter zu betreiben. Dass man also sagt, jetzt haben wir so viel Know-how entwickelt, so viel Arbeit reingesteckt, wir wollen jetzt auch, dass es appliziert wird, dass es also irgendjemandem mal nutzt. Der Biokleber hat in Forscherkreisen für Aufsehen gesorgt. Er lässt sich gut mit anderen Materialien verbinden und hervorragend weiterverarbeiten. Man sieht schon, dass hier so eine Reaktion stattfindet. Da ist schon was los da drin jetzt. Was genau bleibt das Geheimnis der Forscher? Denn die Konkurrenz schläft nicht. Das Ergebnis? Pulver, das sich langsam absetzt. Und Sie sehen, das ist also so eine Art weißes Granulat. Sehr schönes weißes Pulver. Und das können wir dann weiterverarbeiten, entweder so als Schmelzkleber verwenden oder wir machen eben Folien draus oder Stangen, die wir dann zum Beispiel in einer Schmelzklebepistole verwenden können. Den Klebestift wird der Biokleber auf absehbare Zeit nicht ersetzen, denn er benötigt Wärme, um zu reagieren. Doch die Industrie hat schon Interesse angemeldet. Auf der Wärmeplatte schnell erhitzt, zeigt der Klebstoff schon bei geringen Temperaturen seine volle Wirkung. Keine Zauberei. Wissenschaft. Und das ist auch sehr schön geworden eigentlich. Man sieht, dass es sehr schön transparent ist. Glas auf Glas, kein Problem. Auch Holz und Metall verklebt der neue Stoff sauber und schnell. Aktuelles Projekt von Dr. Tim Liebert, den Bio-Klebstoff in der Heizpistole verwenden. Denn abgesehen von seinen rein natürlichen Inhaltsstoffen hat das noch einen weiteren Vorteil. Und der große Vorteil an dem Klebesystem, das wir da entwickelt haben, ist, dass sie die Schmelzpunkte relativ gut regulieren können. Das ist also ein System, das relativ unkritisch ist. Da können sie auch reinfassen, im Gegensatz zu normalen Schmelzklebern. Die sind 150 Grad heiß, wir sind hier bei ungefähr 40, 50 Grad. An diesem Klebstoff verbrennt sich keiner mehr die Finger. Die neueste Idee der Jena, den Klebstoff auf eine Folie auftragen. In Verbindung mit einem speziellen Farbstoff zeigt der Kleber hier eine ganz andere und ziemlich besondere Wirkung. Er passt seine Tönung dem Sonnenlicht an. Wenn es dann im Glas verpresst ist, wird es wirklich total klar. Und wir wollen also mal zeigen, wie das aussieht, wenn das Ganze belichtet wird. Unter einer UV-Lampe, die das Sonnenlicht imitiert, verfärben sich Klebstoff und Folie blau. Damit wollen die Forscher künftig Spezialscheiben für unser Zuhause herstellen. Die große Kunst daran war gewesen, diesen Farbstoff in die Folie reinzukriegen und das Ganze als Folie zu verarbeiten. Und man sieht ja sehr schön, wie das funktioniert. Und das soll natürlich irgendwann mal für die Glasindustrie als Verschattungssystem genutzt werden. Wir haben also schon angefangen, im Labor ein paar Verbundgläser zu bauen. Und es gibt auch schon eine Firma, die sich wirklich explizit dafür interessiert. Die Bio-Kleberfolie funktioniert. Strahlt die Sonne, wird's dunkel. Fehlt sie, wird's wieder hell. Und hier sind mal zwei so eine Glasscheiben, die wir also entsprechend verklebt haben. Und man sieht also hier in der Mitte ist der Kleber. Man sieht auch, dass das zwei Scheiben sind, die also sehr schön zusammenhalten. Und in dieser Verklebung ist also entsprechend der Farbstoff auch. Und ich hoffe, man erkennt es. Auch das wird dann also bei UV-Einstrahlung entsprechend blau und könnte also so ein Verschattungssystem eines Tages geben. Ob für zu Hause oder in der Glasindustrie. Dr. Liebert sieht viele Einsatzmöglichkeiten für den Biokleber. Und hat noch ganz andere Dinge im Blick. Eine unserer Hoffnungen ist natürlich auch, dass wir es im Bereich Biomedizin anwenden können. Speziell für die Beschichtung von Implantaten, aber auch direkt zum Knochenkleben bzw. zum Kleben von Schleimhäuten.
hört sich vielversprechend an.